Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, wie man gut spüren kann. Die Nächte werden kälter, die Winde werden stärker. Darum geht es heute darum, Shelterbau. Wie baue ich mir schnell und einfach einen Regenschutz, in dem ich auch mal eine Nacht verbringen kann. Viel Spaß! Hier ist der BW-Poncho. Endlich habe ich einen. Ich war lang auf der Suche. Den habe ich aus dem Armee-Shop. Bei mir in der Stadt. Außerdem habe ich dabei zweimal 5 mm starkes Seil, Paracord, 3 Meter Länge und einmal 15 Meter Länge, das gibt es auf Amazon. Das ist kein Paracord, das ist einfach 5 mm starke olivgrüne Schnur, 15 Meter lang. Unter Belastung dehnt es sich, daher ist es weniger zum Klettern oder Absichern geeignet, aber für den Shelter absolut ausreichend und dafür ist es auch da. Und mein Messer, das habe ich immer dabei, wenn ich draußen in der Natur bin. Der Poncho ist eine Plane. Die Maße blende ich unten in das Video ein mit einer Kapuze. So ist es mir möglich, bei Regen möglichst schnell geschützt zu sein und den Rucksack runterzubringen. Hier ist ein gummibeschichteter Poncho, beidseitig, und der ist absolut wasserdicht und genau so soll es ja auch sein. Ich habe mich immer gewundert unter den anderen Ponchos. Ich bin durch den Wald gelaufen bei strömendem Regen, aber war immer nass. War das Schweiß, weil es unter den Dingern immer so warm ist? Nein, es war wirklich Regenwasser. Daher immer gleich BW-Poncho, 20 Euro, meistens auf eBay vielleicht sogar ein bisschen weniger, keine Ahnung. Gut, kommen wir zum Bau eines Shelters. Es gibt viele Möglichkeiten, mit einem Poncho einen Shelter zu bauen. Eine davon ist das Schrägdach. Die ist unter anderem auch die sinnvollste, da am meisten Wasser davon abgehalten wird. Es wird auch Wind davon abgehalten und es kann Wärme eingefangen werden vom Feuer, beispielsweise mit Reflektoren. Zum Aufbau des Ponchos gibt es an jeder Ecke eine Öse und in jeder Mitte, das heißt in der Länge und in der Breite. In der Mitte ist die Kapuze und an den längeren Seiten befinden sich Knöpfe, Druckknöpfe. Einmal dieses Stück und das dazugehörige Gegenstück der anderen Seite. So ist es möglich, den Poncho einmal so zuzuknöpfen oder die gegenüberliegenden Seiten miteinander zu verbinden. Das kann beim Schalterbau verwendet werden oder wenn man ihn anhat. Wenn man ihn anhat, hat man die Knöpfe links und rechts, die Kapuze selbstverständlich über dem Kopf und die kurzen Enden sind diejenigen, die vorne, hier die Vorderseite, hier die Hinterseite, runterhängen, parallel zum Boden. Kann man die Knöpfe seitlich verschließen, so dass die Mittelschlaufe oben ist, kann hier durch das Stück der Arm und der Regen wird weiterhin abgehalten, dadurch, dass der Poncho auch seitlich geschlossen ist. Mehr dazu später in einigen Fotos. Auf der Innenseite des Ponchos befindet sich eine Schnur. Die Schnur sollte sich vorne befinden beim Überziehen, sodass sie um den Bauch gebunden werden kann, da bei starkem Wind der Poncho gerne mal rumweht und so die Beine nass werden. Zusätzlich zum Tragen des Ponchos kann ich Gamaschen empfehlen, da der Poncho meist nur leicht über die Knie geht. Ich bin sehr groß, bei mir geht er bis Mitte Schienbeine und da sind Gamaschen eine optimale Ergänzung. Falls es von Interesse sein sollte, ich bin 1,97 Meter mit meinen Stiefeln. Also was benötigt wird an naturgegebenen Materialien sind 7 Heringe für die komplexeste
Bauart. Ich habe jetzt hier 9 zur Sicherheit. Kann ja mal sein, dass welche brechen oder der Boden zu locker ist. Minimal benötigt man 2. Naja, 3. Ich würde 3 nehmen zur Sicherheit. Man weiß nie, wie der Wind weht. Und 2 Stöcke. Ich habe jetzt hier 2 hüfthohe Stöcke. Das eine davon ist mein Einbeinstativ. So, es tut mir fast leid. Aber wie bei allem im Leben kommt erstmal die Information und dann die Praxis. Die stabilste Spitze von allen ist die Vierkantspitze. Die hier ist fast ein bisschen zu spitz, aber für einen Hering finde ich das okay. Würdet ihr jagen wollen, würdet ihr auch die Vierkantspitze nehmen. Allerdings stumpfer. Heißt, der Winkel würde stumpfer werden. Die hier sind jetzt in etwa 25 cm lang, 1 cm im Durchmesser mit einer Vierkantspitze. Vierkantspitze, weil sie muss stabil sein beim in den Boden treiben und möglichst viel Reibungsfläche haben für einen guten Halt. Dann die beiden hüfthohen Stöcke. Hüfthoch heißt bei mir in etwa, die sollten immer so lang sein wie die hier jetzt. Das ist bei mir eben zufällig hüfthoch. Was mag das sein? 1 Meter in etwa. Denn das Dach sollte 45 Grad oder steiler werden, damit der Regen auch effektiv abgehalten wird. Wenn man es flacher macht, ist es besser, um den Wind abzuwehren, aber 45 Grad finde ich ideal, deswegen 1 Meter für den Poncho. Wenn ihr ein größeres Tarp zum Beispiel habt und das gleiche macht, ich würde es länger machen. Aber für den Poncho ist 1 Meter in Ordnung. Legen wir los mit dem Aufbau. Zuerst nehmen wir die Seile und machen an 2 Ecken eine Schlaufe rein. Da gehen wir hier einmal durch. Machen hier einen ganz normalen Knoten rein mit beiden Enden, mit dem langen und mit dem kurzen. Das lange wird durchgezogen. So, das kurze geht auch durch. Dann zieht man das Ganze fest und hat hier eine schöne Schlaufe dran. Habt ihr es gemacht? Habt ihr eine lange Seite des Ponchos mit 2 Seilen versehen? Und jetzt geht es darum, die gegenüberliegende lange Seite mit 3 Heringen zu spannen. Ich habe die Heringe jeweils noch mit Steinen beschwert. Das mache ich ganz gerne wegen dem Wind. Als zusätzlicher Halt, dann pfeift der Wind auch von unten her nicht so rein. Jetzt kommen wir zu den gegenüberliegenden Seiten, in denen wir gerade schon die 5 mm Paracord befestigt haben. Da kommt jetzt jeweils genau in die Öse, in die wir auch unser Paracord gebunden haben, einer der Stöcke rein. Die Stöcke müssen auf keinen Fall in den Boden reingebohrt werden. Einfach hinstellen. Wir stecken jetzt hier ein bisschen rein, damit er fixiert ist. Dann nehme ich das Seil und spanne es ganz einfach mit einem Hering ab. Wer will, kann sich jetzt noch einen Stock nehmen. Da ist die Länge jetzt nicht so exakt zu nehmen. Man nimmt einfach einen, ich sag mal, 3/4 Meter, 75 cm. Wir machen 1 Meter. So, den kann man jetzt in die Kapuze reinstellen. Ein bisschen nach hinten.
bisschen länger wäre kein Fehler gewesen. Aber. Und hiermit die letzte Information zum allgemeinen Shelterbau, das für alle Typen jeder Art zutrifft, auch für Zelten, der Eingang bzw. die Öffnung immer, zumindest für uns im europäischen Raum, in Richtung Osten. Da aus Westen das Wetter kommt, das ist die Wetterseite. Ich habe hier immer, auch wenn ich keinen Marschkompass dabei habe, so einen einfachen Karabinerkompass dabei. Ich habe es jetzt andersrum gemacht. Die Öffnung zeigt hier in Richtung Westen, weil da gerade die Sonne untergeht. Heute soll es nicht regnen. Aber das ist es im Prinzip. Da kann dann die Kapuze noch zugezogen werden. Ihr seht, hier ist noch ein Druckknopf. Damit kann man die Kapuze nach innen zuknöpfen. Aber ich habe jetzt hier einen Stock reingestellt. Ich ziehe da noch die Schnur zu. Und dann hat man hier ein Dach. Wie man sich bettet, so liegt man. Die Steine sollten alle weg. Man muss auch dazu sagen, so zu schlafen, wie ich jetzt hier liege, sollte man nie machen. Auch wenn es nur ums Bushcraft geht oder ums Training, da der Boden immer kalt ist. Der Körper gibt Wärme an den Boden ab, weil er den Untergrund aufwärmen will, um Energie sparen zu können. Aber der Untergrund lässt sich nicht aufwärmen, weil der Boden in alle Richtungen die Wärme wieder weitergibt. Das heißt, man kühlt aus. Darum Isomatte oder Laubschicht. Man muss sich immer vom Boden trennen. Schön. Ja, der Sommer, wie alle spüren, neigt sich langsam dem Ende. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende, wie man gut spüren kann. Die Winde werden stärker, die Kälte werden nächter. Der Sommer neigt sich langsam